schönen guten Morgen auf Mein Schiff 3. Wir haben heute Donnerstag, den 25. September 2014. Es ist sofort 6 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Civitavecchia. Wir haben draußen eine Außentemperatur von 20,5 Grad. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 4,6 Knoten. Wir haben eine Windgeschwindigkeit von 4 Beaufort. Wir haben jetzt 6.10 Uhr, der Lotse ist gerade gekommen und fährt an der Backbordseite an. Wir sind im Hafen schon von Civitavecchia. Die New Amsterdam liegt auch schon am Kai fest. Dort hinten kommt ein neues Kreuzfahrtschiff. Noch mal gucken, wie das heißt. Das ist die Liberty of the Seas. Die New Amsterdam lag auch in Monte Carlo, konnte ungefähr 350 Passagiere nicht mehr an Deck holen, weil der Wellengang zu hoch war. Diese wurden dann nach Livorno mit Bus chauffiert und dort abgeholt von der New Amsterdam. Wir haben gerade eine 180 Grad Drehung gemacht. Machen jetzt am Kai fest. Gegenüberliegend oder vorne voraus kommt die Liberty of the Seas rückwärts in den Hafen. Macht hinten an dem Kai fest. Der Hafen von Civitavecchia um 6.45 Uhr. Gesehen von der Steuerbordseite der Mein Schiff 3. Das nächste Kreuzfahrtschiff läuft den Hafen von Civitavecchia an. Es ist eine Costa. Sie heißt, weiß ich noch nicht, muss ich gleich mal gucken. So wie es aussieht, ist das die Costa Pacifica. Das vierte Kreuzfahrtschiff, die Costa Pacifica, erreicht den Hafen von Civitavecchia. Also liegen heute bis jetzt 4 Kreuzfahrtschiffe hier vor den Toren von Rom. Die Costa Pacifica macht auch eine 180 Grad Drehung im Hafen. Beginn des 16. Jahrhunderts auf den Resten des römischen Hafens gebaut, und zwar in einer Zeit, als gerade die Türken unterwegs waren im Mittelmeer und die christlichen Häfen und die Römer haben eben sehr gut gebaut. Und man baute darauf weiter. Nur diese Rocker, die Burg, die ist im Zweiten Weltkrieg fast voll. Hier vorne jetzt rechts die Celle sowie dieser Hafen und die Stadt. Und muss dazu sagen, er fand es, weil er selbst in der Türkei. Da gibt es immer in der Nähe der Bushalte. Wir erreichen Rom sofort. Das vom Giro d'Italia ist noch übergeblieben. Wir sind jetzt auf der Via Aurelia. Jeden Morgen der gleiche Stau in Roms City.
das sind Autos von Rom. Nehmen Sie sich auch die Zeit, hier in den Kaffee zu setzen und das bisschen so das römische Flair zu genießen. Nur Achtung bei den Cafés auf den großen Plätzen, na, an der Piazza Navona und so weiter. Dann zahlt man nämlich ziemlich viel, wenn man sich da draußen hinsetzt. Also ein Espresso an der Theke kostet wesentlich weniger, als wenn man ihn auf dem Platz nimmt. Deswegen fragen Sie mal lieber, bevor Sie sich auf den Ramona-Platz setzen und einen Kaffee trinken. Ne? Ja, jetzt sehen wir schon die Statuen auf dem vorderen Teil der Kirche. Und jetzt kommt die Kuppel. Jetzt, das ist die Peterskuppel von Michelangelo entworfen. Michelangelo. Vor dem Castel Sant'Angelo mit der Engelsbrücke hier gleich. Die Engelsbrücke. Rom einmal bewölkt. Wird noch nicht unser erster Stopp heute hier. Wir sind auf dem Weg zum Plaza Navona. Plaza Navona.
eine Pizza? Das Pantheon im Regen. Und es regnet immer weiter. Den Pantheon, das berühmte Loch. Ein 360 Grad Schwenk durch das Pantheon. Fast von der Mitte aus. Ich möchte nicht den Wurf machen.
Guten Appetit. Dankeschön, der gibt es. Wir sind wieder auf dem Weg zum unseren Treffpunkt am Petersdom. Rush Hour in Rom. Der Tiber 5 Stunden später. Wir stehen vor dem Petersdom. Um 16.30 Uhr. Gruppe 36. Um 16.45 Uhr ist Treffpunkt. Ja, 18.50 Uhr, wir sind wieder am Deck an Bord der Mein Schiff 3. Wir sind wieder auf unserer Kabine und der Hafen von Civitavecchia am Abend. Ein wenig Abendrot noch. Die Sonne ist jetzt untergegangen gerade. Es ist 19.10 Uhr. 19.20 Uhr. Die Costa verlässt uns wieder. Die Costa Pacifica. Costa läuft aus, heute ohne Auslaufmelodie. Die Costa Pacifica mit der Auslaufmelodie Time to Say Goodbye. Liberty of the Seas läuft aus.
20.15 Uhr, wir verlassen Civitavecchia. Auf geht's nach Catania. Morgen ist Seetag. Das Lotsenboot begleitet uns und wird gleich den Lotsen an Bord nehmen, wenn wir, sobald wir den Hafen verlassen haben. Ich habe 14 Tage drauf gewartet. Ja, zu Hause ist nicht, das im Fernsehen nicht.